Dynamo TV aus dem Wintertrainingslager in Marbella wird Ihnen präsentiert von Verticalis, Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Pascal Testroth ist 5 Monate nach seiner Kreuzbandoperation bereits mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Spanien gereist. Hier hat Paco alles, was er braucht. Optimale Bedingungen und einen Mentor, der ihn nicht nur durch immer wieder neue Trainingsreize antreibt und motiviert, extreme Belastungen während der langen Reha-Phase wegzustecken. Naja, wir haben jetzt die Tage viel mit dem Ball gearbeitet, viel im läuferischen Bereich, hin und wieder auch natürlich Kraft im Kraftraum. Heute, dadurch, dass wir ja mal im Trainingslager hier in Spanien sind, haben wir uns vorgenommen, oder ich mir vorgenommen, mit Paco an den Strand zu gehen. Wir werden da eine individuelle Kraft- und Sprungkrafteinheit machen. Und bei der Kulisse, denke ich, ist es ganz einfach, dann durchzuziehen. Ja, ich freue mich schon sehr drauf, weil man muss ja schon überlegen, es ist ein absolut langer Zeitraum, wo ich jetzt Individualtraining habe. Und Tobi macht es überragend, dass er immer wieder neue Dinge einstreut. Und heute haben wir mal die Möglichkeit, an den Strand zu gehen, ist ja in Dresden ein bisschen schwierig und ich freue mich schon, klar. Schritt für Schritt, Tag für Tag, kommt Paco seinem Traum vom Comeback in der zweiten Bundesliga näher. In Spanien arbeitet er tagtäglich, dass das Vertrauen, die Bewegungsabläufe, Reflexe und Stabilität in sein Knie zurückkommen. Die Trainingsbelastung wird bei dem langen Weg des Heilungsprozesses immer ein Stück weiter gesteigert. Ja, wir sind jetzt in der Reha-Phase, wo sich das für Paco schon ändert. Wir haben vorher viel im Kraftraum in Dresden gearbeitet, wo er hin am Anfang halt eine Einheit am Tag hatte und eine läuferische Geschichte. Jetzt sind wir halt mit 2 Einheiten regelmäßig am Tag, am Platz, im Kraftraum läuferisch. Das ist schon eine hohe Belastung, allein für sein Knie, konditionelle Kraft, muss da schon einiges durchziehen. Ja, ich habe das Gefühl, das sind im Moment Giraffenschritte. Also ich bin ja über die Weihnachtstage ja viel im Kraftraum nochmal viel gelaufen. Das hat Tobi schon gesagt, das ist wichtig. Aber dass wir den Trainingslager so extrem steigern können, war für mich schon überraschend. Ich habe wirklich gedacht, wir machen hier Welt auf dem Platz, Passspiel in Ruhe. Aber das durfte ich wirklich gestern mit der Mannschaft machen. Und dann hat er auf einmal gesagt, ja komm, wir machen jetzt noch Torschuss. Und ja, das, also ich muss schon sagen, gestern im Hotel habe ich schon ein paar Freudentränen verdrückt, weil das ist ein Gefühl. Wenn man sich das Bild von vor 4,5 Monaten vorstellt, konnte ich mir nicht vorstellen, so ungefähr, dass man überhaupt noch mal wieder Fußball spielen kann. So. Und dann mit links einen Ball zu schießen und zu merken, es geht, also, das war schon, also ich war gestern schon ein wenig beflügelt, muss man schon wirklich sagen. Gemeinsam arbeiten sie auch im Spanien-Camp immer noch in Zusatzschichten, fokussiert an Pacos Traum. Damit der 27-Jährige nach einem Totalschaden im Knie am ersten Spieltag noch in dieser Saison erfolgreich als Fußballprofi auf den Platz zurückkehren kann. Die vergangenen Wochen in der Reha werden die beiden wohl noch lange verbinden. Paco und Tobi sind zu einem echten Team geworden. Tobi, ist für mich ein absoluter Glücksfall. Also, ich werde ihm auch, so komisch wie es klingt, aber ich werde ihm ein Leben lang dankbar sein, dass er mich so begleitet hat. Er hat ja wirklich 10 Sekunden, nachdem ich mich verletzt habe, stand er an meiner Seite und ja, hat auf dem Platz quasi meine Hand gehalten und gesagt, Junge, wir schaffen das wieder. Ab dem Moment, ja, hat Tobi quasi in meinem Knie gelebt und mit welcher Begeisterung und mit welchem Ehrgeiz er an die Sache rangegangen ist und mir den Weg so leicht wie möglich gemacht hat, um wieder zurückzukommen, ist einfach für mich, ja, habe ich zuvor noch nie so erlebt und werde ihm immer dankbar sein, wirklich. Acht Stück, komm, sauber, geh tief und bring dich raus, komm, explodieren nach oben, mehr, komm. Jawohl, zack und pam. Ja. Zack, hoch. Jawohl. Und hoch. Ja, sehr gut.
ich denke, man sollte sich generell nicht so an Zeiten festhalten. Also klar, es kursiert immer wieder im Leistungssport die 6 Monate. Das kann manchmal 4 sein, das kann manchmal 10 sein und trotzdem sind die Ergebnisse gleich. Ich halte das für absolut nicht wichtig. Ganz entscheidend ist, wie fühlt sich der Spieler selber bei gewissen Übungen? Wie kann man das selber einschätzen als Trainer? Zu sehen, wie stabil, wie geht er in die Zweikämpfe, wie bestreitet er das Passspiel, ist was zögerlich, sind die Bewegungen rund. Ich denke, das ist viel entscheidender und dazu natürlich dann Beweglichkeitskrafttests, die über die Leistungsdiagnostik dann herausfiltern, wie entscheidend oder wie weit der Spieler dann ist. Ja. Nur ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller, natürlich. Nein, machst du die schön sauber? Geh schön. Tobi ist für mich ein Vorbild. Also, und ich fand es schon immer toll, Fitnesstraining mit welchen zu machen, die es einfach besser können als ich. Und es ist immer so die Sache, wenn ein Fitnesstrainer sagt, mach die Übung, kann sie aber selbst überhaupt nicht vormachen. Dann denkt man, kann man schon mal leicht sagen, ja, aber es geht ja gar nicht. Aber wenn Tobi Lange halt hinkommt und sich die 30 Kilo beim Schrägbankdrücken nimmt und 12-mal wegdrückt, dann kann ich nicht sagen, der 30 cm größer ist und ein bisschen breiter ist. Das geht ja überhaupt nicht. Dann habe ich zu trainieren und das ist so ein Ansporn und das macht einfach Spaß dann, klar. Macht einfach riesig Spaß. Wenn der Spieler, der Athlet, der Verletzte so mitzieht, umso leichter fällt einem das dann auch, den Trainingsplan zu erstellen, wenn man sieht, wie es angenommen wird, wie durchgezogen wird und wie viel selber der Spieler dann auch mit investiert in diese tägliche Trainingsarbeit. Vier Monate und 25 Tage sind seit der Operation an seinem linken Knie vergangen. 147 Tage kämpft Pascal Testroth nun schon verbissen um seine Karriere als Fußballprofi. Dynamos Stürmer mit der Rückennummer 37 wird noch einige Wochen weiter hart arbeiten und noch viel Geduld aufbringen müssen, bis er von 30.000 Zuschauern in Dynamos Wohnzimmer emotional auf dem letzten Weg seines Comebacks im DDV-Stadion empfangen wird.